Die bipolare Störung ist allgemein bekannt unter der Bezeichnung manisch-depressiv. Und das ist auch eine sehr anschauliche Beschreibung der Erkrankung. Ich finde es sehr wichtig, dass die Bevölkerung informiert ist, dass bipolare Störungen keine Erkrankungen sind, wegen derer man sich verstecken muss, sondern dass sie behandelbar sind. Ich habe meine Stiftung gegründet, um die Möglichkeit zu schaffen, möglichst viele Menschen zu informieren über die Krankheit. Der Grund für die Gründung meiner Stiftung war, dass ich einen Pianisten hatte, der mich zu meinem Chansonabend begleitet hat. Sehr, sehr begabter Pianist und der sich für mich völlig überraschend das Leben genommen hat. Und als ich dahin gefahren bin zu seinen Freunden und gefragt habe, um alles in der Welt, warum hat er sich denn umgebracht? Und dann sagten die, ja, der war doch manisch-depressiv, aber da kann man doch gar nichts dagegen machen. Da ich gesagt, was? Zu dem Zeitpunkt wusste ich nämlich schon, weil ich einen anderen Fall kannte, von einem jungen Studenten, der diagnostiziert wurde, relativ früh, der sich in Behandlung begeben hat. Und das so gut gelaufen ist, der sein Studium beendet hat, der heute erfolgreich in seinem Beruf arbeitet. Und ich habe gedacht, die Freunde wussten, dass er manisch-depressiv ist und ich wusste, dass man ihm hätte helfen können. Aber die Kommunikation hat nicht funktioniert. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss eine Stiftung gründen oder ich muss irgendetwas tun, damit die Öffentlichkeit Bescheid weiß und die sich im Fall, dass sie dann die Symptome bei jemandem wahrnehmen, sich auch dafür einsetzen können, dass der oder die behandelt wird. Ich finde es wichtig, dass alle Hausärzte, alle Lehrer, Lehrerinnen auch, dass alle Sporttrainer und Sporttrainerinnen diese Erkrankung kennen und die Symptome kennen. Die Symptome für eine Depression sind ja allgemein bekannt, also Apathie und Rückzug vom gesellschaftlichen Leben. Aber anscheinend sind die Symptome für Manie nicht so bekannt. Und das sind vorrangig immer geringer werdendes Schlafbedürfnis bis hin zu gar nicht mehr schlafen, und zwar mehrere Tage lang. Das sind Reden ohne Punkt und Komma und von einem Thema zum anderen springen. Das sind Weltrettungsfantasien, Größenfantasien und ein enorm reduziertes Risikogefühl. Also es gibt Menschen, die über Geländer von Autobahnbrücken balancieren oder die an einem Tag 5 Autos kaufen. Und das gelingt ihnen meistens auch, da viele von ihnen sehr überzeugend sind. Die Betroffenen waren und sind sehr oft sehr berühmte Menschen. Menschen, die einfach unglaublich viel auf die Beine stellen, begabt, kreativ, effektiv. Und also in der Vergangenheit sind es zum Beispiel Goethe, Bismarck, Vincent van Gogh, Ernst Hemingway, Virginia Woolf. Oder in der Gegenwart sind es Mel Gibson, Ben Stiller, Lady Gaga, Lars von Trier. Das sind alles Menschen, die das gesagt haben, dass sie betroffen sind. Und deswegen fände ich es unglaublich wichtig, dass sich möglichst viele Menschen, auch in Deutschland, zu dieser Krankheit bekennen und sagen, wir leben gut damit, wir haben Erfolg, wir haben Freude am Leben. Man muss wissen, dass man Hilfe findet. Und wenn die Krankheit behandelt wird, kann man ein erfülltes, normales Leben führen.